Die Realisierung des Andersseins, Stefan hat es gesagt, wir haben uns bedient bei einem Titel, den viele von euch kennen, die Möglichkeit des Andersseins von Paul Watzlawick. Paul Watzlawick, ja, eigentlich so eine Figur, der es geschafft hat, Forschungen von Gregory Bateson, ganz wichtige Forschungen zum frühen Systemdenken, therapeutisch, praktisch wirksam werden zu lassen, dem es gelungen ist, eine ganze Szene zu bedienen, der ja eigentlich der große Verbreiter der frühen systemischen Ideen war und der auch viele Interventionsideen formuliert hat, wie man das Denken, das systemische Denken therapeutisch, hauptsächlich therapeutisch, praktisch wirksam werden lässt. Und den Dreh, den wir jetzt reingebracht haben, der ist natürlich ganz wichtig, weil die Möglichkeit des Andersseins, dass wir eigentlich uns auf eine Art verhalten sollten, dass wir diesen Planeten erhalten, das Wissen haben wir. Wir haben so vieles Wissen. Wir haben eigentlich auch genügend Wissen, um zu wissen, dass Kriege rational nicht begründbar sind. Und es passiert trotzdem. Also wie können wir Zugang finden zu einer Gesellschaft, von der wir einmal wissen können, dass sie weiß, dass sie sich verändern sollte und von der wir wissen, dass sie es nicht hinkriegt. Und das ist das, was wir auf Organisationsebene herunterbrechen können. Das kann man auch auf Interaktionsebene zeigen. Und dieses Spannungsfeld, das wird uns die Tage über beschäftigen. Und da freuen wir uns auf viele Impulse. Wer sich ein bisschen mit Systemtheorie auskennt und wer auch ein bisschen in die Historie der Systemtheorie und auch der systemischen Beratung geht, der wird mitbekommen, dass man mit Systemtheorie extrem gut die Nichtsteuerbarkeit begründen kann. Und die frühe systemische Beratung war eine, die sich darüber auch schon identitätsmäßig eigentlich auch schon definiert hat. Da waren immer die Betriebswirtschaftler, die Rationaldenkenden, die waren ja immer die, die die Zukunft errechnen wollen. Und jetzt kamen die Systemiker und haben gesagt, das geht alles nicht, das ist alles nicht steuerbar. Und die gesamte Theorie der Systemtheorie oder die ganze Theorieanlage verleitet natürlich dazu, die Nichtsteuerbarkeit nach vorne zu heben. Und manchmal nenne ich das auch mal ein bisschen so die Trivialsystemiker, weil das Nein hilft uns nicht immer weiter. Aber natürlich könnten wir sagen, Komplexität bei Niklas Luhmann, NL ist jetzt abgekürzt Niklas Luhmann, ein Maß für Unbestimmbarkeit oder für Mangel an Informationen. Ich könnte das jetzt alles runterbeten, aber ich will nur ein paar Stichworte nennen. Und es gibt ja auch noch einen gleichen Dreh. Operative Geschlossenheit, Selbstreferenz, Autopoese. Ein autopoetisches System kann sich nur selbst informieren. Das heißt, wir haben es immer wieder mit sozialen Systemen zu tun, die in ihrer eigenen Welt leben. Da könnte man jetzt noch Maturana hinzulegen. Aber ich glaube, die Grundidee ist klar. Autopoetische Systeme sind in sich geschlossen. Und weil sie in sich geschlossen sind, können sie sich jetzt sind sie von außen nicht instruktiv veränderbar. Auch hier könnte man wieder das Nein nach vorne heben. Der ganze Erkenntnisprozess, der ganze Konstruktivismus läuft ja darauf hinaus, dass auch der ganze Erkenntnisprozess einer ist, der innen produziert ist. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schwung, weil ich muss euch die Theorie nicht zeigen. Aber Niklas Luhmann hat in einem frühen Vortrag kann die Gesellschaft sich auf ökologische Herausforderungen einlassen, so ähnlich. Das war sozusagen der Vortrag, den er gehalten hat, bevor er das Buch Ökologische Kommunikation geschrieben hat, also für die Spezialisten jetzt unter euch. Der hat eine schöne Fußnote formuliert. Vergessen wir nicht, dass der Apfel, den man nicht essen sollte, das moralische Urteil in die Welt setzte. Er war nicht vom Baum des Lebens. Das heißt, es ist schon klar, man kann erkenntnismäßig, schaffen wir es nicht, unser Überleben in den Blick zu nehmen. Wir können eigentlich nur unser eigenes Wissen immer wieder selbst produzieren, aber es führt nicht zum Überleben, es führt eigentlich nur zu einer selbsterzeugten Erkenntnis. Deshalb Baum der Erkenntnis und nicht Baum des Lebens. Ja. Nächster riesengroßer Punkt von Talcott Parsons, aber auch schon von anderen Soziologen vorher vorgedacht, funktionale Differenzierung, der Zerfall der Gesellschaft in Teilsysteme. Ein Zitat, nur ein ganz kurzes, Gesellschaft ohne Zentrum und Spitzen. Die Gesellschaft zerfällt in gesellschaftliche Teilsysteme und gerade die großen gesellschaftlichen Themen, die man eigentlich, die notwendigerweise zu verändern wäre, zum Beispiel Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die sind gesellschaftlich nicht adressierbar, sondern werden subsystemspezifisch nur bearbeitet. Auch hier könnten wir wieder sagen, alles nicht steuerbar.
Man kann Systemtheorie aber auch anders lesen. Und das ist jetzt mein zweiter Dreh und dann auch schon die Hinführung zum Vortrag von Professor Nasihi. Ein Reframing-Angebot, Systemtheorie als Theorie der Steuerbarkeit. Wenn man Systemtheorie anders liest und wenn man selektiv liest, dann findet man Formulierungen bei unserem Vordenker, bei Niklas Luhmann, die auch es zulassen, Steuerung zu denken, systemtheoretisch. Wenn man Steuerung anders versteht, so in einem etwas versteckten Aufsatz von Niklas Luhmann zur politischen Steuerungsfähigkeit des Gemeinwesens. Wenn man Steuerung anders versteht, nämlich als Vergrößerung und Verringerung spezifischer Differenzen, dann wird sofort klar, dass Steuerung massenhaft geschieht. Und das ist der Dreh, den wir jetzt bringen wollen. Das heißt, wenn wir Steuerung verstehen als instruktives Einwirken, dann sind wir beim Nein. Und wenn wir Steuerung verstehen als Differenzminderung und wenn wir Steuerung jetzt verzeitlichen, könnte man sagen, das heißt nicht nur, sagen wir fangen mit etwas an und wir beobachten, was passiert und aus der Differenz zwischen dem, was wir denken, was passieren sollte und dem, was dann passiert, können wir Informationen gewinnen, dann sind wir mitten im Feld. Dann sind wir im Feld von Gesellschaftssteuerungsfragen, dann sind wir aber auch im Feld der Beratung, denn nichts anderes macht Beratung oder Führung. Wenn man erstmal anfängt, so darüber nachzudenken oder das so zu rekonstruieren, dann sind wir die ganze Zeit dabei. Wir haben nur einen anderen Steuerungsbegriff. Und der Steuerungsbegriff, den wir dann eher haben, ist der alte, gute, alte kybernetische Kontrollbegriff, wo sich Niklas Luhmann hier bedient. So. Kontrolle ist die Selbstbeobachtung eines Systems nach Steuerungsversuchen. Darum geht's, glaube ich. Und wir können alle Impulse, die wir jetzt hören werden, oder auch die Fragen, die euch beschäftigen werden, die könnte man dahingehend mal anschauen und kommt dann hoffentlich, so wenigstens unsere Idee, auf andere Ideen, als man gekommen wäre, wenn man nicht so darüber nachgedacht hätte. Insofern ist Systemtheorie vielleicht keine Steuerungstheorie, aber eine Kontrolltheorie. Und da finden wir ganz viele Anschlüsse. Also in dem Buch Ökologische Kommunikation, da geht es ganz viel um Kodierung. Und Kodierung, das heißt eigentlich eine Zweiwertigkeit. Politik, da geht es um Macht oder keine Macht. Es geht um Wirtschaftlichkeit oder Nichtwirtschaftlichkeit im Wirtschaftssystem. Das heißt, das ist die typische Kodierung. Das ist die Sprache der Subsysteme, könnte man sagen. Und es gibt gleichzeitig aber nicht nur Kodierung, es gibt auch Programmierung. Deshalb sagt Niklas Luhmann auch, die Kodierung ist die Schließung der Systeme und die Programmierung ist die Öffnung der Systeme. Aber natürlich, in der Sprache der Wirtschaft kann man Nachhaltigkeit steuern. In der Sprache des Rechts, passiert es ja permanent, kann man nachhaltige Ziele in das Rechtssystem einbauen, sodass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch etwas passiert. Und wir könnten das jetzt alles auch für Corona durchdeklinieren. Wenn Herr Nasihi mehr Zeit hätte, könnte er uns, glaube ich, auch noch 8 Stunden lang erzählen, wie Steuerungsversuche unter dem Gesichtspunkt Corona funktionieren. Das auch noch. Ohne uns, was sagten Sie, ohne uns? Ohne uns zu infizieren? Also dann sind alle davon infiziert. Das heißt, auch die Formulierung, die ich gerne hier anbiete, auch von unserem geschätzten Vordenker, die selbstorganisierte Sensitivität der Funktionssysteme nutzen. Natürlich ist das möglich. Man kann Kontrolle von Intransparenz. Wir können natürlich sagen, oh Gott, das ist alles intransparent, aber wir können natürlich mit dem Unbekannten rechnen. Wir können natürlich wissen, dass wenn wir steuern, dass wir nicht wissen können, wie das System reagiert. Aber das ist ein anderes Steuern, als zu sagen, ich weiß, wie es funktioniert und ärgere mich über eine Praxis, die immer abweicht von meinem Steuerungsversuch, sondern ich erfreue mich an der Abweichung und kann dann die Intransparenz steigerbar, sagen wir, eine steigerbare Leistung, das ist die Formulierung. Ich kann ja daraus lernen. Ich kriege ja irgendwann Muster raus. Vielleicht ein Begriff, den wir vielleicht auch gleich nochmal hören werden bei Herrn Nasihi. Also die Unbekanntheit kann auch eine Planungsressource sein. Und ihr merkt, wenn man Systemtheorie erstmal anders anfängt zu lesen, kann man anfangen, aus der eigenen Praxis, aus dem Tun und aus den Reaktionen, Gunter Schmidt, ein geschätzter Kollege, würde in diesem Moment schon 7-mal den Begriff Auswirkungen verwendet haben. Ich verwende ihn nur einmal. Aus den Auswirkungen heraus können wir eine Menge lernen. Und wir können vorläufig agieren. Man könnte sagen, iterativ vorgehen. Wir können mal versuchen. Wir können mal etwas starten und wir können aus den Reaktionen lernen. Wir können also Vorläufigkeit einbauen in all unsere Steuerungsversuche. Das nennt
tatsächlich Niklas Luhmann eine Kultur provisorischer Verständigung, die von einer gemeinsam zu akzeptierenden Ungewissheit ausgeht. Also ihr seht, all das ist das Potenzial, was wir schon in der Systemtheorie finden. Und auch das ist eigentlich in ganz vielem, was wir systemisch, handwerklich systemisch lehren, was in unseren Beratungs- und Führungslehren eingebaut ist, schon da. Vielleicht ein ganz kleiner Bogen zu unserem Zeitrahmen. Herr Nessi schrieb mich vorgestern Abend an. Sehr geehrter Herr Groth, mein Flug ist gecancelt. Ich brach schon innerlich zusammen, dann las ich zum Glück die Mail weiter. Ich muss ein bisschen früher los. Vielleicht kann ich um 7:15 anfangen. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich war gerade in meiner Vorbereitung, kürze ich also alles. Das heißt, wir haben jetzt den gekürzten Teil, das war für mich jetzt sehr leicht. Ich habe noch ein paar Aspekte, die kann ich nur als Stichwort weitergeben, damit wir dann auch wunderbarerweise an Herrn Nassi übergeben können. Also das heißt, Denkressourcen eines systemtheoretisch informierten Beratungs- und Führungsansatzes, Fokus auf die Funktionen, Fokus darauf, dass alles Bestehende, sehr vereinfacht jetzt gesprochen, erstmal für etwas gut ist, bevor wir immer anfangen, in die Veränderung zu denken. Also erstmal zu erkennen, weshalb es bestimmte Widerständigkeiten auch gibt. Wenn das alles immer nur Blödsinn wäre, würde es das nicht geben. Und wir müssen eigentlich immer erst erkennen, und das ist etwas von Fritz Simon, der Status quo ist erklärungsbedürftig. Wir müssen erstmal erklären, wie es zum Status quo kommt. Wir haben dann, um noch ein paar Zitate hier schnell einzubauen, generative Mechanismen im Blick, das wäre was von Maturana, mit denen wir die Erzeugung von Stabilität erstmal in den Blick bekommen und daran setzen wir Veränderung an. Die Erzeugung, oder wir verhindern die Erzeugung von Stabilität. Das ist Beratung oder auch Führung. Wir können in die Sachsozial-Zeitdimension übergehen. Wir können die Differenz aufmachen zwischen zukünftiger Gegenwart und gegenwärtiger Zukunft. Das heißt, da ist ganz vieles drin, was eigentlich schon vorgedacht ist. Wir können es im Unterscheidungsgebrauch angucken. Wir können uns angucken, wie sich unterschiedliche Systeme gegenseitig konditionieren, wie sie also, ohne dass sie jetzt direkt steuernd aufeinander einwirken, wie sie eine Umgebung schaffen, in der andere Systeme wiederum zu agieren haben. Das nennt man dann Konditionierung oder auch reflexive Konditionierung, weil man das ja wieder mit reflektieren kann. Wir können uns über Kopplungsfragen unterhalten. Und auch ein ganz wichtiges Thema, gerade ihr kennt ja, viele von euch kennen ja die Differenz zwischen sozialen Systemen und psychischen Systemen. Und die Kernfrage ist und bleibt eine doppelte. Wie kommt eigentlich die Wahrnehmung, dass wir alle wissen, wie sich soziale Systeme, dass wir was ändern müssten, das wäre eine Wahrnehmungsleistung. Wie kommt die Wahrnehmung in die Kommunikation? Das klingt trivial, aber wer so in Organisationen tätig ist, der wird womöglich wissen. Und ein Spruch, den wir gerne in unseren Ausbildungen bringen, ist, eine große Führungsleistung bestünde schon darin, das Kantinenwissen in Entscheidungswissen zu überführen. Das heißt, wir, auch nicht 1:1, wäre auch nicht mal gut. Aber zumindest darüber mal zu diskutieren. Wer kommt nicht aus Sitzungen heraus, geht über den Flur und sagt sich, ja Mensch, also was war das schon wieder? Und also wenn man mich gefragt hätte und hast dich nicht gemeldet, nein, ich melde mich doch hier nicht. Also das mache ich bei uns nicht. Das heißt, das Interaktionssystem der Sitzung ist eigentlich so robust gebaut, dass bestimmte Wahrnehmungsleistungen gar nicht in Kommunikation kommen. Also wie kommt Wahrnehmung und Kommunikation? Ich glaube, die Grundfrage, die bleibt immer. Und wie kommt jetzt die Wahrnehmungsfähigkeit, die wir alle haben, über die Notwendigkeit der Veränderung in die Organisationskommunikation? Das wäre eine wichtige Frage. Und wie kommt es dann in die Entscheidung? Und wenn wir sozusagen Entscheidungen auf den Punkt bringen wollen, und das ist dann auch schon mein letzter Punkt, wie wird Gefahr in Risiko überführt? Gefahrenkommunikation als nicht zurechenbares Lamentieren, wir müssten mal was ändern, wir sollten mal was ändern, es wäre wirklich gut, wenn wir nachhaltiger werden. Das könnte man grob Gefahrenkommunikation nennen. Und Risikokommunikation heißt, unternehmerische Entscheidungen zu treffen auf der Basis von Grundannahmen, von denen wir nicht wissen, dass sie sicher sein können. Na, habe ich ja vorher schon gesagt. Aber trotzdem Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir produzieren dieses oder jenes nicht mehr und wir produzieren etwas anderes. Wir, klassisches Beispiel, Rügenwalder, sehr prominent geworden darüber. Wir produzieren Wurst nicht mehr mit Fleisch, sondern mit Ersatzprodukten. Und wir sind jetzt auch noch erfolgreich. Das kann man im Nachhinein immer sagen. Ja, ist doch klar, ist doch eine tolle Idee. Aber der Moment des Entscheidens ist ja entscheidend. Na, in dem Moment, als man diese Produktumstellung gemacht hat, war das nicht klar. Da war Risiko im Raum. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns beschäftigen wird.
das als Stichwort vielleicht so ein bisschen zum Aufwärmen, vielleicht auch ein bisschen als Erinnerung für Sachen, die einige von euch schon mal gemacht haben, aber vor allen Dingen jetzt als Denkanregung im Hintergrund, vielleicht im Hintergrund mitwirkend, denn wir wollen jetzt übergehen und werden starten mit Amin Nasihi. Und die Erinnerung, die wir euch nur noch mal mitgeben wollen, ist, die Bedingungen der Unmöglichkeit der Steuerung sind zugleich die Bedingungen der Möglichkeit der Steuerung. Dass wir diesen Doppelbegriff immer im Blick haben. Und wenn wir das im Blick haben, dann sind wir bei Amin Nasihi. Da freuen wir uns total, dass er heute bei uns ist. Ich habe aus seinem letzten Buch ein kleines Zitat mit rausgesucht, das vielleicht ganz gut passt. Da steht nämlich drin, die Hoffnungen liegen quer zur funktionalen Differenzierung. Und nicht nur die Hoffnung, sondern das starke Wissen ist, Herr Nasihi weiß, darauf einzugehen. Vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis. Er hat ein Interview in der Zeit gegeben mit dem Zeitherausgeber und dann sprach er über die paradoxe Intervention der Gesellschaft. Und dann dachten wir als Veranstalter, Mensch, super, das tragen wir ihm auf. Paradoxe Intervention in die Gesellschaft. Dann sagt Herr Nasihi, naja, vielleicht wäre es besser mit die Dringlichkeit des Andersseins und die Trägheit der Gesellschaft. Und wir haben es einfach beides zusammengepackt und freuen uns jetzt auf Herrn Nasihi. Muss ich ihn vorstellen, er ist Professor an der LMU, er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Leopoldina, er ist in den Medien, er ist Politikberater. Wer einige unserer Minister hört, wird ein bisschen was hören von der Sprache von Herrn Nasihi. Herr Nasihi, wir freuen uns total. Wunderbar, dass Sie da sind. Die Bühne ist Ihre. Danke.